zu Wort gemeldet hat. Nächste Rednerin ist Stefanie Cox von der Liste Pilz. Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Danke auch dem Vertreterin des Rechnungshofes hier im Hause und für den Bericht. So, Frau Kries, Sie haben schon vorgelesen, Sie haben den Vergleich gebracht zum Elefanten. Ich finde es halt jetzt schade, dass Sie auch jetzt gesagt haben, einen kleinen Entschließungsantrag, das heißt, jetzt wird nur der Rüssel halt begutachtet, ist, glaube ich, sehr, sehr schade, weil es ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, wo man sich wirklich den ganzen Elefanten anschauen muss. Und was bedeutet das, wenn man sich den ganzen Elefanten ansieht? Hier sprechen wir von Kindern und Jugendlichen, die in den verschiedensten Schulformen sind. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, in Zukunft, es verändert sich ja die Arbeitswelt nicht nur, sondern auch die Schulformen. Das heißt, wir haben Kinder sehr lange in der Schule, also mehrere Stunden. Und natürlich ist da die Belastung, wenn man mit den Kindern zusammen und die Stundenanzahl da in der Schule ist, was dazu führt, vor allem in der digitalen und non-digitalen Welt, kommt es einfach dann auch zu Cybermobbing. Es kommt zu Situationen, wo es einfach eine psychologische Betreuung auch brauchen könnte. Und es ist ja so, dass es jetzt nicht sehr fremd ist. Die Beispiele, die wir haben, schulärztlicher Dienst, Mobbingberatungsstellen, Schulpsychologen, gibt es bereits, aber nicht in der Form, in der wir es uns wünschen würden. Und deswegen, die Frau Kries hat es schon erwähnt, braucht es hier mal eine Erhebung, um zu schauen, im Jahr 2018, was braucht es hier? Und deswegen wollen wir uns aber auch nicht nur den Rüssel anschauen, sondern es gibt ja auch noch andere Schulen neben der AHS. Das heißt, es gibt noch die neuen Mittelschulen, es gibt auch noch die Volksschulen, es gibt noch weitere Schulformen, die wir hier in Betracht ziehen müssen. Und deswegen haben wir, ich und meine Kollegin Karin Greiner und weitere Kolleginnen und Kollegen, den Entschließungsantrag eingebracht, wo wir nicht nur den Rüssel betrachten, sondern es geht auch weiter. Und der Nationalrat wolle deswegen beschließen, der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz werden ersucht, in Kooperation mit der Bildungsdirektion eine Studie durchzuführen, wie hoch der konkrete Bedarf an schulpsychologischen Leistungen einschließlich des Bedarfs an Mobbingberatung ist und wie sich dieser Bedarf in den letzten Jahren entwickelte. Zudem sollte die Aufgaben der Schulpsychologie an allen Schultypen einer Analyse unterzogen und beispielsweise von internationalen Best-Practice-Beispielen abgeleitet, gezielte Maßnahmen entwickelt werden, um die bedarfsgerechte Gerechtigkeit und Praxistauglichkeit weiter zu verbessern. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen hier auch die Bildungsdirektionen ins Boot holen. Und das ist ein Riesenanliegen von uns, dass der Bildungsminister hier nicht nur sich dann auf die AHS setzt, sondern sagt, okay, wir schauen hier weiter, wir arbeiten hier mit den Bildungsdirektionen zusammen, weil das Thema ist viel zu wichtig. Hier geht es um die Psyche der Kinder, hier geht es um die Gesundheit unserer Kinder und hier geht es darum, dass wir in den Schulformen der Zukunft auch zukunftstaugliche Maßnahmen treffen. Und das bedeutet, dass wir hier die bestmöglichen Maßnahmen und das ist auch eine psychologische Betreuung in der Form, in der wir im Jahr 2018 hier wirkliche Werkzeuge einsetzen sollten, auch das dementsprechend umsetzen. Und deswegen ist der erste Schritt der Evaluierung. Und hier geht es darum, Best-Practice-Beispiele sich anzuschauen. Hier geht es darum zu schauen, wie kann man verschiedene Akteure bestmöglich in diese Modelle integrieren. Und hier geht es darum, sich nicht nur wieder auf bestimmte Schulformen zu setzen, sondern das holistisch zu sehen, um den ganzen Elefanten zu betrachten und das dann auch wirklich umzusetzen. Dankeschön. Der Bedarf an Schulpsychologen sollte erhoben werden, so Stefanie Cox. Die Liste Pilz bringt dazu einen Antrag ein.